Moin moin meine aktiven Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind gerade auf dem Gelände einer verlassenen Polizeischule und hinter mir seht ihr schon den Eingang und ich würde einfach mal sagen, wenn ihr mehr von der Schule sehen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, der Kollege ist schon drin. Oh ja, dann probiere ich jetzt mal mein Glück. Mann, aber es ist ja ganz einfach. Du schwingst da erst das eine Bein nach rüber. Oh, vor allem, wenn man so sportlich ist wie ich. Okay, jetzt klemmen wir die Säcke. Ja, Leute, manchmal ist es doch nicht so einfach, wie es scheint. Boah, das hat wehgetan. So, und dann wollen wir mal gucken, was es hier zu entdecken gibt. Alles klar. Man sieht schon gleich sofort Vandalismus. Und das ist kein natürlicher Zerfall, das ist definitiv Vandalismus. Oh nee, ey. Das ist schon die zweite Location heute auf unserer Tour, die definitiv ziemlich verranzt ist. Es wird jetzt ein bisschen laut. Ich bitte es zu entschuldigen. So. Ah. Weißt du was? Ich frage mich, warum wir nicht einfach die Tür genommen haben. Das ist doch echt zum Mäusemerken. Egal. Schauen wir einfach mal. So. Ja, wie zu Anfang schon erwähnt, es handelt sich hierbei um eine verlassene Polizeischule. Ich habe bis jetzt noch kein Video darüber gesehen. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie das hier drin aussieht. Ich hoffe einfach mal, dass hier so ein paar Ecken sind, die einigermaßen vandalismusfrei sind. So wie das jetzt aussieht, ist hier wirklich jeder Gang zerstört, jedes Zimmer ramponiert. Ich habe keine große Hoffnung, dass hier noch einigermaßen vernünftige Räume sind, die gut erhalten sind. So, wir sind jetzt hier im obersten Stockwerk angekommen. Ja, hier sieht es aus wie bei Hamlets und ein Sofa. Oh Mann, scheiß Stativ. Also. Oh. Okay, da gucken wir jetzt mal nicht rein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber hey, immerhin. Aschenbecher im WC, das kann nicht jede Polizeischule von sich behaupten, ne? Katastrophal hier. Es ist nicht schön, ich sag's euch ehrlich, es ist überhaupt nicht schön, wie das jetzt hier aussieht. Okay, da haben wir noch ein Bett. Das scheinen wohl die Schülerquartiere hier zu sein. Ich weiß nicht, überall, egal wo du bist, ich weiß nicht, was man zu dieser blinden Zerstörungswut sagen kann. Also das ist wirklich, es ist nicht schön hier, ehrlich nicht. Ja, also schon in den ersten Minuten, wo wir uns hier in dem Gebäude befinden, wird mir eigentlich klar, warum ich jedes Mal davon abziehe, Ortsangaben weiterzugeben. Ich würde sagen, der Grund dafür ist deutlich zu erkennen. Es ist wirklich schrecklich, wie das hier aussieht. Es ist wirklich phänomenal erschreckend, wie in einer relativ kurzen Zeit eigentlich ein total intakter Ort von der Struktur her, so wie er hinterlassen wurde, einfach so vernichtet werden kann und der Ort steht noch gar nicht mal so lange leer. Also da kann mir keiner sagen, dass das irgendwie noch natürlicher Zerfall ist. Das ist einfach mutwillige Zerstörung. Und deshalb, Leute, gebt niemals irgendwelchen fremden Leuten irgendwelche Adressen weiter oder Koordinaten. Macht das höchstens nur bei Leuten, bei denen ihr ganz genau wisst, dass ihr denen vertrauen könnt und dass die keinen Unfug bauen. Das ist jetzt das erste Gebäude. Auf der anderen Seite stehen noch weitere Gebäude, da werden wir jetzt gleich mal rüber gehen. Aber ich habe die böse Vermutung, dass es dort genauso ramponiert aussieht wie hier. Es ist echt schade, wirklich. Also hier ist nichts Schönes mehr vorhanden. Es soll hier noch einen Schießstand geben, der relativ intakt sein soll. Den werden wir jetzt gleich noch mal suchen. Ich hoffe, dass wir den finden. Ansonsten wird das hier auf jeden Fall ein ziemlich kurzes und langweiliges Video. Auch sowas hier, ne? Wenn ich das schon sehe, da auf der Treppe und hier und da liegen noch welche. So richtige
Oschis, also richtige Oschis von Holzbalken. Wer zum Teufel macht sich die Mühe, geht nach draußen, schleppt die Holzklötze hier rein und wirft die irgendwie durch die Fensterscheiben. Da oben liegt noch einer. Wer zum Teufel kommt auf so eine Idee? Ich kann das nicht verstehen. Was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Da. So, den haben sie definitiv versucht, da durchzuwerfen. Der wiegt eine ganze Menge. Den kriegst du mit einem Mann, kriegst du den nicht hoch. Zumindest ist nicht, wenn du irgendwie so ein schmächtiger Typ bist. Wer macht das? Da, noch mehr. Also das verstehe ich nicht, ehrlich nicht. Da kriege ich schon eine Krawatte, wenn ich sowas sehe. Ehrlich, da. Und da wisst ihr ja, wo die Dinger gegengeworfen wurden. Also das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich nicht. Ich kann sowas einfach nicht verstehen. Aber wirklich, da geht mir echt die Krawatte, da kriege ich so eine Hutschnur bei. Wenn ich sowas schon sehe. Die sind da nicht von alleine reingekullert, nein. Die haben irgendwelche gelangweilte Jugendliche da reingeschleppt und haben damit das Inventar zerstört. Das ist doch echt bescheuert. Ehrlich. So, wir sind jetzt in dem Gebäude, wo wir denken, dass es sich dabei um das Hauptgebäude handelt. Aber, so wie es aussieht, ist das hier die Sporthalle. Jo. Ach, du ahnst es nicht. Tatsächlich. Ja, so schnell kann man sich irren, es ist tatsächlich die Sporthalle. Und auch hier sieht das wirklich katastrophal aus, also es ist nicht zu fassen. Hier riecht es auch schon, ja. Also hier haben sie definitiv versucht, die Halle anzuzünden, man kann es ganz genau erkennen hier unten. Da wurde aber wohl rechtzeitig gegengewirkt. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Guckt euch das an hier. Es hat nicht viel gebrannt. Es ist noch relativ klein. Aber dennoch denke ich mir, Leute, was soll der Scheiß? Ehrlich, was soll das? Warum? Warum macht man sowas? Wer kommt auf diese hirnrissige Idee? Wirklich. Wer kommt auf diese wahnsinnig bescheuerte Idee? Also man hört es mir wahrscheinlich schon an, aber dieses Video ist deutlich emotionaler als die letzten Videos überhaupt. Mich regt dieser Vandalismus einfach nur noch tierisch auf. Du kannst in kaum einem Lost Place noch reingehen, ohne dass das nicht irgendwie total schon zerstört ist oder runtergekommen ist oder vollgesprayt ist. Das ist so überhaupt nicht meine Welt. Und ich kann auch die Leute nicht verstehen. Ganz ehrlich, ich kann die Leute echt nicht verstehen, die hierher kommen, um den ganzen Laden hier zu zerstören. Also habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Als meine Zuschauer, weil ich denke mal, ich habe relativ vernünftige Zuschauer unter meinen Abonnenten, die auch sagen, ey Junge, das geht so nicht. Was tun die da? Und würde mich mal gerne mal mit so einem Willi unterhalten, der genau so eine Scheiße baut. Ganz ehrlich, tut mir leid wegen der Ausdrucksweise, entschuldige mich, aber es ist einfach scheiße. Du kommst hier als Filmer her, als Fotograf kommst du her, willst einen herrlich verlassenen Ort abfotografieren und dann siehst du diesen ganzen Müll. Dann siehst du, wie die ganze Deckenverkleidung runtergekommen ist. Nicht, weil sie alt ist, sondern einfach nur, weil irgendwelche Idioten herkamen und die eigentlich alles kaputt gerissen haben. Willst wirklich schöne Bilder machen und es ist dir einfach nicht gegönnt. Weil irgendwelche Kinder, Jugendlichen, es gibt auch andere Urbexer, die das machen, einfach nichts Besseres zu tun haben, als hier alles kaputt zu schlagen. Verstehe ich nicht. Also, falls du so einer bist und dir gerade mein Video anguckst, schreib mir doch mal bitte ins Kommentarfeld, was ihr davon habt oder was du davon hast. Du musst ja auch nicht deinen richtigen Namen eingeben. Mach dir doch gerne einfach mal einen anonymisierten Account und schreib mir doch einfach mal rein, warum man sowas macht. Ehrlich, das würde ich gerne mal wissen, was der Grund dafür ist. Weil ich sehe da überhaupt gar keinen Mehrwert drin, hier in solche Locations reinzugehen und hier alles kaputt zu machen, also ne, überhaupt nicht. Kein Verständnis für. So, jetzt habe ich hier was gefunden. Ich glaube, das ist so ein Funksystem hier. Also nicht das System selbst, aber die Kürzel fürs Funken. Ich glaube es. Wenn ich hier einen Beamten oder einen Feuerwehrmann oder einen Polizisten habe oder einen Bundeswehrsoldaten oder sonst irgendjemanden, der mit der Geschichte irgendwas zu tun hat, dann erklärt mir doch mal bitte in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Ich denke mal einfach, das ist sowas wie Dora, Alpha, Beta, Gamma, ne? Und da steht es auch
Friedrich, Dirk und so weiter und so fort, dass das diese Codes bzw. diese Funkkürze sind, wenn die sich gegenseitig anfunken, die Leute. Also ihr wisst schon, was ich meine, Streifenwagen zu Streifenwagen oder Einheit zu Einheit. So, ne? So denke ich mir das zumindest. Es könnte sein, dass es das ist, könnte aber auch sein, dass ich falsch liege. Ja, natürlich ein schönes Mischpult, auch schon ein paar Jahre älter. Und ich denke mal, wofür das klar ist, sollte ja wohl deutlich sein. Ein Kollege sagte gerade, er hätte hier noch eine Kapelle gefunden. Das werde ich gleich auch mal abchecken. Aber jetzt möchte ich gerne mal in den Keller gehen, weil ich vermute, dass in diesem Keller tatsächlich auch der Schießstand sein könnte. Wollen wir einfach mal gucken, ob dem so ist. Und ich hoffe, ich habe recht. Ach du Scheiße. Ah, hier ist alles voller Wasser. Ah, der ganze Keller steht unter Wasser. Also. Nee. Das muss jetzt nicht sein. Ich glaube. Oder? Hier noch Glück. Oh, ist das ekelhaft. Hier liegt irgendwas Matschiges rum. Ich weiß nicht, was es ist. Hier sieht man es wahrscheinlich noch mal besser. Die ganze Oberfläche glitzert. Sie glitzert, weil hier Wasser ist. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schaltraum. Ich denke mal, ich werde mal kurz meine Taschenlampe rausholen. Und dann werden wir der ganze Sache mal ein bisschen mehr Licht schenken. So, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Licht. Jetzt sieht die ganze Sache auch schon viel besser aus. Übrigens, wenn ihr noch eine zuverlässige Taschenlampe haben möchtet, dann guckt doch gerne mal in meine Videobeschreibung. Dort findet ihr auf jeden Fall mein Modell verlinkt. Und auch alle anderen Sachen, mit denen ich so unterwegs bin. So, und tatsächlich, das hier ist der, oder scheint der Schießstand zu sein hier. Oder ein Teil davon. Ah, okay. Wir sind genau auf der falschen Seite. Gucken wir mal, ob man hier irgendwo. Da ist er, meine Damen und Herren. Der Schießstand. Der auch relativ trocken ist, was ich sehr gut finde. Ja. Also, soweit ich weiß, ist das wohl eine Laseranlage. Wo du mit aber scharfer Munition auf projizierte Ziele schießen konntest. Guck mal hier. Hier haben wir eine Abbildung von der Hämmerli Sportpistole 208 Kaliber 22. Ist allerdings nur eine Sportpistole, ne? Das ist keine scharfe Waffe. Dann gucken wir einfach mal weiter. Ist auch alles unter Wasser. Also ich denke mal, hier hat wohl die Projektion gehangen, also die Projektionswand, wo mit dem Beamer wahrscheinlich die beweglichen Ziele projiziert wurden. Und da hinten an der Wand, da sieht man auf jeden Fall viele, viele, viele Einschusslöcher. Besonders da auf der rechten Seite und hier vorne auf der linken Seite. Ich kann jetzt nicht genau hingehen, weil, wie man sieht, hier ist alles unter Wasser. Aber wirklich alles restlos. Und da vorne sieht man noch so eine Inszenierung eines möglichen Tathergangs und möglichen Tätern und Opfern und Geiseln. Aber da kann ich jetzt einfach nicht hingehen, weil hier steht wirklich alles komplett unter Wasser. Ich habe keine wasserdichten Schuhe mit. Von daher fällt der Bereich für mich flach. Ja, und hier sieht man, worauf sie geschossen haben. Das sind die Zielscheiben. Hier unter, was der Kollege gerade fotografiert. Dann ist so ein paar Patronenfach. Und Geschossfangarbeiten, ey. Okay. Etwas kleinerer. Den haben sie hier wahrscheinlich auf die Dummies, diese Dummy-Imitation geballert, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Weil da hängt nämlich so ein Ding. Dass das wohl so eine Dummy-Imitation war.
Na gut, zumindest ist der untere Torso, der danach gebildet wurde. Aber hier an der Decke sieht man wahrscheinlich ganz genau, worum es hier geht. Das sind aber ganz schön kleine Einschusslöcher, aber wirklich. Aber wohl ausreichend, wenn man richtig trifft, um einen Menschen tatsächlich zu töten. Wahnsinn. Ich habe mir die Einschusslöcher tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt. Also entweder das ist wirklich nur Übungsmunition hier. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, sonst würden die hier tatsächlich nicht. Hier hinter ist so ein Gelee. Ja, ist so ein Gelee. Dass da dann die Kugeln drin stecken bleiben. Und wenn ich mich nicht irre, könnte das hier eine sein. Das hier eine Kugel. Ja, hier steckt auf jeden Fall eine Kugel fest. Ich kriege die jetzt gerade nicht raus. Aber hier klebt tatsächlich noch eine drinne. Vielleicht sieht man das hier. Also für die Leute, die sich für sowas interessieren, da kann ich euch auf jeden Fall nicht weiterhelfen. So, und hier haben sich wohl ein paar Airbagser verewigt. So wie es aussieht. Tja, hier schien wohl der Essensteil zu sein. Was auch ziemlich Sinn macht. So schöne alte Eckbänke. Einige kennen das wahrscheinlich noch von zu Hause. Aber auch hier überall Spraydosen auf dem Boden. Ehrlich, das kann doch echt nicht angehen. Okay, da steht noch so ein alter Kühlschrank. Ach, ein alter Röhrenfernseher. Wie schön. Dann könnte das hier wohl ein Seminarraum gewesen sein, Schulungsraum. Ah, dann ist das hier die Essensausgabe. Alles klar. Dann haben wir hier die Essensausgabe. Dann schauen wir mal rein. In der Küche stehen noch ein paar Sachen. Gucken, ob wir einen Weg finden. Da. Hier ist auf jeden Fall die Geschirrwaschanlage. Das erkenne ich sofort. Dann haben wir hier. Ja, eine typische Großküche, so wie man es kennt halt, ne? Ich denke mal, das sollte jedem irgendwie bekannt sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man am besten hingeht. Dieser Ort ist so verwinkelt. Und selbst da drin haben sie geschmiert. Leute, ey. Ich verstehe sowas nicht, aber gut. Drüber aufregen lohnt sich auch nicht. Man kann es eh nicht ändern. So, und hier fängt das schon langsam so ein bisschen. Hier sieht das aus wie so ein Unterrichtsräume von der alten Schule. Und, ach ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ich meine, jeder von uns war doch mal bestimmt auf so einer ähnlichen Schule mit diesem typischen Trommelsteinvordach, welches zugemoost ist, weil der Hausmeister einfach zu faul ist, um das ganze Moos da wegzukriegen. Und hier haben wir noch. Das könnte aber auch ein Lehrerzimmer gewesen sein. Das heißt, Lehrerzimmer wird es hier nicht gegeben haben, aber vielleicht das Sekretariat. Hier hat vielleicht der Direktor gesessen oder die Sekretärin. Geil. Sascha, du wolltest doch bestimmt schon immer mal was ausrufen, oder? Schulfrei! Eskalation! So, und jetzt kommen wir definitiv in den Trakt der Seminarräume rein. So, jetzt wird es interessant. Auch hier wieder alles von den Decken und Wänden gerissen. Ich glaube es einfach nicht, Leute. Das ist... Es ist nicht normal. Es ist echt nicht normal. Aber so sahen wohl die Schulungsräume der Polizeirekruten aus. So. Ach, oben hängt noch ein Projektor. Wäre ich jetzt Montana Black, hätte ich sie erstmal von der Decke geschraubt und versetzt. Und da noch mehr Rollläden. Ich denke mal, das sind alles hier Trennwände. Ja, das sind Trennwände. Hier konnte man wohl die Unterrichtsräume voneinander abtrennen. Hier haben wir einen weiteren Unterrichtsraum. Und schauen jetzt einfach mal. Hier hängt Kabel von der Wand. Hier hängen überall Kabelstränge. Was ist denn hier los? Da unten liegt noch ein altes Telefon. Die ganzen Kabelbahnen rausgerissen. Jetzt hängen hier die ganzen Kabellagen raus. Ja. Also wird es wohl auch nicht mehr so lange dauern, bis hier die ersten Schrottis erscheinen und sich das Kupfer mitnehmen. Die freuen sich. Aber das ist doch echt. Ah. Es ist nicht schön. Ja, hier sieht man natürlich einen ganzen Raum voller Graffitis.
Hier sieht man auch, dass die wohl genug Ruhe und genug Zeit hatten, ihre Tags an die Wand zu sprühen. Ja, ist auch so eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt feiere. Hier ist der Boden auch leicht instabil, ey. Ja, ist nicht allzu cool, was hier so abgeht. Aber naja, auch das kann man nicht ändern und da lohnt sich das auch nicht mehr, sich drüber aufzuregen. So, meine lieben Leute, das war's mit dem Video aus der verlassenen Polizeischule. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der ganzen, sagen wir mal, harten Ausdrücke, aber mich regt die blinde Zerstörungswut einfach nur auf. Und ich würde einfach mal sagen, haut mal in die Kommentare, diskutiert ganz gerne mal, sagt mir mal gerne eure Meinung, was ihr davon haltet, ob ich recht habe oder ob ich Unrecht habe. Für mich ist es tatsächlich die Bestätigung, dass ich ungern Ortsangaben rausgebe. Und vielleicht seid ihr ja der gleichen Meinung wie ich. Ich würde einfach mal sagen, haut es wie gesagt in die Kommentare rein. Unterstützt mich und meine Videos mit einem Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da. Schaut gerne mal auf die Instagram-Seiten von mir. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort findet ihr auch die Fotos zu meinen Touren. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haltet die Ohren steif. Lebt euer Leben definitiv. Ihr lebt nur einmal. Ihr kennt das ganze Gesülze schon. Wir schalten jetzt ab und sehen uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein. Thank you.